Nominiert für den Bielefeld-Preis 2014, die Hospizgruppe im Seniorenzentrum Baumheide. Mit jeder Kerze, die wir jetzt anstecken, erinnern wir uns an eine Bewohnerin oder Bewohner, die wir begleitet haben bis zuletzt. 8 ehrenamtliche Sterbebegleiter sind hier tätig. Sie alle haben vorher einen entsprechenden Kurs besucht. Sie sind für die Bewohner da, aber auch für die Angehörigen, sowie für Wolfgang Völzke, dessen Mutter seit 8 Jahren im Seniorenzentrum wohnt. Sie liegt jetzt im Sterben. Ich habe Urlaub genommen, um sie beim Sterbeprozess zu begleiten. Und ich bin sehr dankbar, dass 2 Mitglieder der Hospizgruppe mich unterstützen. Sie kennen meine Mutter seit Jahren und das ist auch für meine Mutter hilfreich. Denn die Ehrenamtler sind schon lange vor dieser schwierigen Phase im Einsatz, gehören im Seniorenzentrum quasi zum Alltag. Sie besuchen die Bewohner, schenken ihnen Zeit. Es kommt mir sehr, sehr viel Herzlichkeit entgegen. Und da ich schon morgens hier um 7:30 im Haus bin, heißt es schon immer, auch herrlich, dass Sie da sind. Dann kriegen wir ein schönes Frühstück. Es macht einfach nur Spaß. Also ich höre da, ich habe da genauso viel von wie die Bewohner. Und die sollen am Ende ihres Lebens in Würde sterben. Das ist das Ziel der Hospizgruppe. Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder, mit dabei dann auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen des Hauses, die das Engagement sehr zu schätzen wissen. Das ist für die, ja, ich sag mal, für unsere Bewohner zusätzliche Lebensqualität, dass sie Besuch bekommen, vor allem für diejenigen, die keine Angehörigen haben. Und von daher ist das so das Sahnehäubchen der Einrichtung. Wie oft und wie lange die Sterbebegleiter im Einsatz sind, das ist ganz unterschiedlich. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden, egal ob am Tag oder in der Nacht. Ich finde es einfach wichtig, dass Menschen nicht alleine sein müssen in dem letzten Moment. Denn ich habe zu Hause allein begleitet, da war niemand. Und das ist mir eigentlich das größte Anliegen, dass Menschen nicht alleine sind. Nominiert für den Bielefeld-Preis 2014. Die Hospizgruppe im Seniorenzentrum Baumheide.